Hallo Kalligrafie-Kreative, dies ist ein neues Tutorial zum Thema Buchstaben in Flourishing Kalligrafie. Mein letztes Tutorial mit dem Buchstaben L habt ihr total gefeiert und genau deshalb lege ich nochmal ein neues Tutorial mit dem Buchstaben B wie beliebt nach und genau das findest du heute hier in diesem Video. Ich bin Irma und da ich der Meinung bin, Practice makes perfect, legen wir heute gleich richtig los. Damit du weißt, welches Flourishing B wir jetzt hier entwickeln, zeige ich es dir in meinen Übungsbögen. Und zwar haben wir hier das kleine B, was du siehst, was hier leicht verschnörkelt ist. Und du siehst das große B, was eine stärkere Verzierung hat. Lass uns als erstes mit dem Grundbuchstaben, mit der Basisform beginnen. Du siehst hier den Kleinbuchstaben B und den Großbuchstaben B in der Basisform. Und wie immer stellt sich die Frage, an welcher Stelle kann ich jetzt hier dieses große B und das kleine B verzieren? Zum einen haben wir hier den Anschwung und wir haben natürlich auch hier die Buchstabenverbindung, die dich zum nächsten Buchstaben führt. Beim großen B hast du mehrere Stellen, die du verzieren kannst. Zum einen hast du hier auch diese Buchstabenverbindung. Du hast den Schwellstrich, der in eine H-Linie endet. Und du hast den Anfang des großen, ich sage immer Bauch dazu, den du hier beim B hast. Also du kannst auch an dieser Stelle verzieren. Ich zeige dir jetzt, wie du am Kleinbuchstaben und am Großbuchstaben Schwünge austauscht und den Buchstaben schwungvoller schreibst. Du siehst, ich habe alle markierten Stellen schwungvoller geschrieben. Das heißt, ich habe hier diesen Anschwung ausgetauscht in dieses liegende Oval. Ich habe diesen Schwung etwas tiefer gezogen und natürlich auch alle Stellen des B stärker verziert. Vergiss nach dem Skizzierprozess nicht, das Ganze auch mit Tusche und Feder zu schreiben, damit du so richtig in den Kalligrafie-Schwung kommst. Wie immer rate ich dir, das Ganze über mehrere Zeilen zu üben oder aber auch, du kannst es natürlich auch über mehrere Seiten üben. Das hängt dann natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie viel Schreibzeit du hast und wie viel Schreibeller. Versuche in jedem Fall den Wechsel vom Bleistift zur Feder hinzubekommen, weil das Schreiben mit Feder ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und wie immer finde ich es natürlich unglaublich wichtig, dir die verzierten Buchstaben auch innerhalb eines Wortes zu zeigen. Denn nur so siehst du den Variationsreichtum und kannst natürlich auch diese Worte in deinen eigenen kleinen Projekten anwenden. Ich beginne beim Wort beliebt und gehe dann in das Lieblingswort Birthday über.
An dieser Stelle gibt es nochmal einen Praxistipp für dich. Und zwar nutze doch diese Übung hier für deine nächsten Geburtstagskarten. Denn dann weißt du gleich, was du mit deinen Übungen alles anfangen kannst. Und das Schöne ist, das Üben erscheint nicht mühselig oder anstrengend, sondern es hat gleich einen Sinn und natürlich auch einen großen praktischen Wert. Mein Flourishing-Alphabet, woraus dieser Buchstabe B heute rührt, habe ich dir nochmal unten verlinkt. Stell mir gerne deine Flourishing-Frage auch unten in den Kommentar und speichere dir dieses Tutorial für später oder teile es mit deinen Freunden. Wir sehen uns jetzt im nächsten Tutorial.